we don't do what we love, then we wouldn't exist. It's time, kid. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Mal wieder. Hallo Chris. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay. Ja, je nachdem, wann man aufsteht, ne? Wenn man Kinder hat, sage ich mal guten Abend. Ja, du weißt ja, als Lehrer sagt man immer guten Morgen. Also von dem her. Stimmt, das ist so drin hier. Naja, aber genug der Scherze. Wir hatten einen ernsten Film in der Sneak Preview, na so ernst auch nicht, nämlich Creed 2. Wie hieß das noch? Rocky's Legacy oder so ähnlich, ne? Ja, Creed 2, Rocky's Legacy. Ja, den hatten wir in der Sneak Preview. Der hieß Creed, Rocky's Legacy. Okay, da waren sie ja nicht gerade einfallsreich oder so. Ja, nein. Ja, den hatten wir auf jeden Fall in der Sneak Preview gehabt. Und dann haben wir auch so noch ein paar Filme geschaut. Das wird ganz interessant. Wir werfen auch mal einen Blick in neue Trailer, die wir, ja, einer ganz aktuell, der kam gestern erst und wir haben ein paar interessante News. Und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Creed 2, Rocky's Legacy, handelt davon, dass Adonis, das ist nicht nur ein Spieler beim VfB, sondern ist auch Boxer. Und sieht auch ein bisschen anders aus. Der wurde ja im ersten Creed-Teil, da hat er quasi Rocky aufgesucht und ihn da irgendwo in seinem Kellerloch wiedergefunden, wo es ihm gar nicht gut ging. Und dann hat er gesagt, hey, du musst mich trainieren. Und er wollte eigentlich nicht mehr und hat es dann doch gemacht. Und so nahm das so seinen Lauf. Und jetzt im zweiten Teil, die Hauptgeschichte passt eigentlich so ein bisschen auf den Bierdeckel. Aber die ist eigentlich nicht so relevant, denn viel interessanter sind die ganzen kleinen Nebengeschichten. Die Hauptgeschichte ist, dass der Sohn von Ivan Drago und Dolph Lundgren spielt auch mit, der hat ja früher den Ivan Drago gespielt in Rocky 3, 2 oder 3 war das, ne? Oh, das muss ich auch gucken. Ich guck mal nebenher, ja. Warte mal, Eye of the Tiger war die 2, das war mit Mr. T, ne? Die 3 war dann mit Ivan Drago. Rocky 4. Bitte? Rocky 4. 4 war es? Okay. Ja. Habe ich jetzt gerade ein bisschen falsch eingeordnet. Der Kampf des Jahrhunderts hieß es auf jeden Fall irgendwie. Da war es ja so gewesen, dass der Apollo Creed gegen den Rocky im allerersten Rocky-Film geboxt hat und da so eine Wildcard quasi bekommen hat und da plötzlich als Underdog ihm es richtig schwer gemacht hat und dann im nächsten Teil dann auch gegen ihn gewonnen hat. Die sind ja dann so ein bisschen Freunde geworden. Apollo Creed, gespielt von Carl Weathers und Sylvester Stallone im Film. Und dann gab es eben diesen Rocky 4-Teil, wo ein russischer Hühne da seinen Freund Apollo Creed im Ring quasi tötet, der einfach so ein paar auf die Nuss gibt, dass der da nicht wieder aufsteht. Und jetzt ist ja nun Adonis Creed, von dem ja jetzt diese neue Geschichte handelt, diese Creed-Geschichte eben, der ist ja der Sohn von diesem eben besagten Apollo Creed, der damals im Ring getötet wurde von Ivan Drago, und der bekommt jetzt die Möglichkeit, gegen den Sohn von Ivan Drago zu boxen, und jetzt greifen natürlich sehr viele Mechanismen, auch so Marketing-Sachen, Sportmarketing, dass sie natürlich sagen, ah, das ist jetzt hier ja, die späte Rache und sonst was alles. Also die Box-Promoter, an denen tritt auch so ein Box-Promoter ran, der sagt, hier, du musst das unbedingt machen. Und es gibt so viele Box-Weltmeister, die kennt überhaupt kein Mensch. Und es gibt nur ganz wenige, die mal irgendwie einen herausragenden Kampf hatten, wo so ein bisschen eine Story außenrum war, was sich so der normale Bürger, der jetzt nicht unbedingt so mit Boxen viel am Hut hat, sogar kennt die Namen. Und ich habe dann tatsächlich auch mal auf Wikipedia geguckt, die Namen der Box-Weltmeister. Also man kennt, also ich zumindest, ich kenne da wirklich nicht viele. Also ein paar Namen kennt man halt, aber viele gehen dann doch irgendwie so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit unter. Und ja, er nimmt dann den Kampf an. Ich weiß gar nicht, wie viel soll man eigentlich verraten?
Chris, was denkst du, ab wo? Naja, es ist ein Boxfilm. Es geht klar, geht es um einen Boxkampf und in dem Fall geht es halt auch um die Familiengeschichte, wo dahinter steckt. Und that's it. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Also, sag mal so, der, wie du das sagst, auf dem Bierdeckel. Der ganz eine gut, Kampf, ja. Der erste, der läuft jetzt nicht ganz so, wie es geplant ist, sagen wir es mal so. Und parallel dazu lernt oder hat Creed hat eine Freundin, die ist gehörlos und die erwartet dann auch ein Baby und weil das auch alles, weil dieser Typ, dieser russische, wie heißt der eigentlich, der Drago ist klar, der Nachname, aber wie hieß der mit Vornamen, wissen wir das eigentlich? Ja, also auf jeden Fall der neue Drago. Ich hab's da, Sekunde. Der neue Drago ist Florian Munteanu. Nee, ich meinte, wie der in der Rolle hieß. Hieß der nur Ivan Dragos Victor Sohn? Victor Drago. Victor. Natürlich. Ja. Also Victor Drago ist auch sehr brutal. Also der hat auch bei seinen Kämpfen, das ist fast so irgendwie, weiß nicht, so. Mich hat ein bisschen gewundert, dass die überhaupt in derselben Gewichtsklasse sind da. Aber. Ja, mich auch. Der ist irgendwie zwei Köpfe größer als der und ein richtiger russischer Bär da. So. Wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr und der hat auch bei. Kampfkoloss, ja. Bei sämtlichen Kämpfen hat er die Leute zusammengefaltet. Ja, und gegen den will er nur antreten und da hat seine Frau halt erhebliche Bedenken, ob das alles so gut ist, nicht, dass es ihm dann auch so geht, dass er im Ring schwere Folgen davon tragen wird, wenn nicht sogar auch irgendwie gänzlich dahin scheidet. Ja. Der Adonis Creed bittet dann Rocky um Hilfe. Er sagt hier, ich habe jetzt den Kampf angenommen, kannst mir helfen? Er sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil das sehe ich überhaupt nicht, dass es irgendwie, dass es gut ausgehen kann und so. Und der Adonis Creed begibt sich dann nach Los Angeles, glaube ich, ja, um da zu trainieren und begibt sich zu dem ehemaligen Trainer von seinem Vater, beziehungsweise dessen Sohn, also in dieses Studio. Wo ist das nicht auch in Philadelphia? Ist es, nee, der fliegt doch irgendwie weg und die sind dann doch irgendwo in... Ja, aber nee, das ist ja die neue Wohnung, wo sie beziehen wollen. Ich glaube, die ist in Miami. Ja. Ja, ich dachte, das ach, Miami, okay. Ich glaube, also... Aber irgendwo im Süden war das und ich dachte, das Studio wäre da auch gewesen. Deswegen sagt er dann Rocky, als er dann da hinreist irgendwann, dass er jetzt ewig gefahren ist, um da hinzukommen. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall trainiert er dann halt mit dem anderen zusammen und ja, das geht alles nicht ganz so gut aus und der Film geht auch über 2 Stunden, wenn ich mich da recht erinnere. Und ja. Da ist noch einiges Material, was dann eben noch kommt. Also diese Story, die wir jetzt gerade genannt haben, das ist minimal in dem Film. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass sehr, sehr viele Nebengeschichten hier mit einer Rolle spielen, die wirklich, wirklich gut sind. Natürlich viel, viel ausgefeilter und besser als diese Hauptgeschichte, diese simple Rachegeschichte gegen den Sohn von Ivan Drago, sondern da sind noch einige andere Themen und die Nebencharaktere werden auch insgesamt sehr, sehr gut beleuchtet, fand ich. Wie hast du so mitbekommen? Du bist jetzt nicht ganz so der Riesen-Rocky-Fan. Ich bin ja, glaube ich, kann mich ja durchaus als Fan bezeichnen. Ja, also ich bin, wie du sagst, nicht so der Riesen-Rocky-Fan. Klar hat man die Filme gesehen, das gehört irgendwo auch dazu. Ich fand's schön, wen man alles mal wieder vor der Kamera gesehen hat. Also mit Felicia Rashad. Wer sie noch kennt, das ist die Mama Huxtable von der Bill Cosby Show. Brigitte Nielsen war auch dabei, die noch eine kleine Rolle hatte. Die also hat man letztens schon im Dschungelcamp gesehen. Ja, wer das guckt, dem viel Spaß. Ich bleibe eigentlich immer noch an dem Punkt hängen, wo den du auch schon gesagt hast, dass eben ganz arg viel von der Story hätte locker auf den Bierdeckel gepasst und fertig. Ich tue mir ein bisschen schwer. Ich fand ihn schon ganz cool umgesetzt. Es war ganz ordentlich gemacht. Was ich noch ganz cool fand, ist Tessa Thompson als Bianca, als die Sängerin dann auch, die taube Sängerin. Wobei, das war für mich eigentlich, also ich mag sie echt. Thor hat sie ja mitgespielt, Thor Tag der Entscheidung, wer ein Gesicht braucht. Ja, im ersten Creed war sie auch dabei. Sie wird im neuen Man in Black wird sie wohl auch dabei sein. Also es ist schon ein bekanntes Gesicht einfach auch. Und es gab für mich allerdings da
gerade bei ihrer Geschichte so einiges, was für mich überhaupt nicht logisch war. Weil, warum hat sie ihr Gehör verloren? Oder warum ist sie taub? Das ist erstmal die erste Frage. Und dann ist sie allerdings von der Aussprache her und alles total gut. Also wenn sie es durch einen Unfall verloren hat, ist es klar, dann hat sie alles sprechen gelernt und so. Ansonsten war es relativ krasses Training wohl auf dem Weg dorthin. Und ja, dass es Szenen gibt, wo sie ihr Hörgerät nicht drin hat, aber ganz normal alles versteht und so. Das fand ich ein bisschen ja, schade einfach, weil das sind so kleine Details. Das kann man jetzt natürlich sagen, oh, jetzt aber auf ihren Kleinigkeiten rumreiten. Das, wie gesagt, wenn es einem einmal auffällt, dann merkt man das. Und das ist sowas, was dann mich auch so ein bisschen gestört hat. Und ansonsten muss ich sagen, Sylvester Stallone ist ja herrlich. Man versteht ihn halt echt gar nicht. Wir hatten das ja in OV, ne, die Sneak Preview. Boah, da gab es echt, also der hat ja so genuschelt wie Udo Lindenberg. Bloß bei dem versteht man es auch schwer, aber der spricht der Deutsch, dass man da wenigstens ein bisschen geübter ist, sowas rauszuhören. Aber hier ist Sylvester Stallone. Also wie gesagt, ist schon ganz cool. Und dass er auch immer noch Filme macht. Ich meine, klar macht er immer noch Filme. Klar lässt er jetzt alles hier so aufleben. Ich fand ihn ja cool in Guardians of the Galaxy 2, fand ich ihn ja ganz cool. Dass jetzt allerdings auch noch ein neuer Rambo ansteht, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, er macht einen verdammt guten Job in dem Film. Also als Nebendarsteller wirklich einen verdammt guten Job. Die Geschichte ist halt wirklich, ja, es geht jetzt in die nächste Generation und wir machen weiter Boxfilme und ja, es wird ziemlich sicher ein dritter Creed kommen, oder? Gute Frage. Jetzt gucke ich mal hier, was da so verraten wird. Also aber, ich denke einfach. Ja, ich denke schon, dass da irgendwie, dass es noch irgendwie weitergeht. Das ist ja noch lange nicht auserzählt, das ganze Ding. So durch die Frage, wer dann mitspielt und wer insgesamt da mitspielt, was dann die nächsten Rollen dann so sein werden, die nächsten Story-Kniffe und so. Aber in der IMDb steht jetzt noch nichts drin, also die arbeiten an sich noch nicht dran, aber ja, die Möglichkeiten sind ja da, wie bei allen Rocky-Filmen ja auch, die Möglichkeiten immer da waren. Ja, also wie gesagt, das gut, jetzt hat er gegen den Russen gekämpft. Wie ging es bei Rocky weiter? Weißt du's noch? Da kam dann irgendwann mal Mr. T. Oder war das? Ja, das war im zweiten, das war vorher. Dann wird es aber schon schwer. Also. Ja, ich mag ja den Rocky 4, das mit, das war so typisch Kalter Krieg damals, ne? So, ja, der Westen gegen den Osten und das war so ganz, ganz typisch für die Zeit auch. Den Film mag ich auch nicht so. Ich mag eher so diese Underdog-Geschichte, die so in den ersten ein, zwei Rocky-Filmen da eine Rolle spielt und auch die ganze Geschichte außenrum von dem Rocky-Film. Denn Sylvester Stallone hat ja das Drehbuch selber geschrieben und wollte auch selber die Hauptrolle spielen. Und er hatte damals wirklich keinen Knopf in der Tasche. Der war arm wie eine Kirchenmaus, hat sich mit kleinen Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Da gibt es ja auch diesen berühmten Soft-Porno-Film, wo er dann auch mitgespielt hat, weil er da Geld gebraucht hat. Und hatte die Möglichkeit gehabt, dieses Skript an diverse Studios für, weiß nicht, $100,000, was damals echt viel Geld ist. Und wenn du keinen Knopf in der Tasche hast, ist das nochmal viel mehr Geld. Hätte er die Möglichkeit gehabt, das Skript zu verkaufen, dann hätte jemand anders die Hauptrolle gespielt. Aber er hat so daran geglaubt und hat gesagt, nee, ich will da selber mitspielen, ich will das Geld nicht. Hat so lange gewartet, bis so ein kleineres Studio kam und sagt, okay, wir machen das mit dir und du kannst die Hauptrolle spielen, ne? Und das finde ich schon gut, wenn solche Geschichten da drumherum sind und gerade so filmtechnisch und so von der Filmgeschichte her gesehen, das mag ich sehr. Ja. Das merkt man dann auch dem allerersten Film. Was ich halt echt schön fand, dass jetzt hier in dem neuen Creed, weil ich gerade drauf komme, dass da auch so viele Referenzen an so die älteren Rocky-Filme drin waren, wie die Schildkröte und sowas und so Kleinigkeiten, die ich jetzt mal nicht alle verraten will. Ja, aber guck, das sagst du es genau. Das sind so diese Kleinigkeiten, die positiv sind, aber dann halt auch auf der anderen Seite wieder die Kleinigkeiten, die nicht so gut sind. Deswegen, das gleicht sich so ein bisschen aus während des Films. Mhm.
Die Schildkröte hast du ziemlich gefeiert, ich erinnere mich. Ja, ich, das war ja damals, die hat er ja bei Adrian im Laden gekauft. Adrian! Ja, genau, die Adrian, die hat ja in diesem Laden gearbeitet, war ja total schüchtern und er ist immer rein und hat sich immer irgendwelche Tiere angeguckt und hat, ja, bloß um mit ihr weiter in Kontakt zu bleiben, hat er dann diese Schildkröte gekauft und ist dann immer rein, hat gefragt, was frisst die jetzt und was muss man da machen und ja. Sehr, sehr schön. Also dieser erste Rocky-Film ist wirklich, wirklich sehenswert. Also gehört immer noch zu meinen All-Time-Favorites. Und der neue Creed 2 hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also der vorhergehende Creed hat mir auch schon gut gefallen. Und hier der Creed 2, ja, fand ich jetzt ein bisschen schwächer als den ersten Creed, aber ist ein bisschen für mich Gemecker auf hohem Niveau. Weil die Story halt doch sehr, sehr banal war und die... Ja, es ist ein Boxfilm, was hast du jetzt erwartet? Also. Na, ich sag mal so, Rocky 1 war jetzt nicht nur ein Boxfilm. Das war ein Film über jemand, der an den amerikanischen Traum glaubt, der, ja, da, das war eine Liebesgeschichte, das war eine Familiengeschichte mit ihrem, was war das, Cousin oder Bruder hier, der nicht wollte, dass sie sich mit ihm trifft und so, ne? Und also man was kann da schon... Jetzt? Hm? Jetzt haben wir auch eine Liebesgeschichte, jetzt ist es eine Familiengeschichte. Ja, ja. Aber es ist halt schwächer und auch gerade die, der Victor, der hat ja überhaupt keine Tiefe bekommen, fand ich. Es war wieder so ein bisschen so Kalter Krieg-mäßig, ne? So, ja, die sind einfach die Bösen, mehr musst du nicht wissen. die bekommen zwar ein bisschen Tiefe, da gibt es irgendwie ein bisschen Familienthemen und dann nach der Niederlage von Rocky gegen Ivan Drago, umgekehrt nach der Niederlage von Ivan Drago gegen Rocky bei Kampf des Jahrhunderts, bei dem Rückspiel in Moskau, wie es dann danach weitergegangen ist. Aber der Sohn selber, der bekommt ja überhaupt keine Tiefe irgendwie, der Victor. Der ist ja nur so das Werkzeug seines Vaters, so mehr oder weniger. Ja. Also wenn man das noch ein bisschen vertieft hätte vielleicht, aber vielleicht wäre es dann auch zu lang geworden, der ganze Film. Dafür vielleicht was anderes weglassen. Also für mich kriegt er auf jeden Fall 8 Punkte, hat mich ausgesprochen gut unterhalten und ja, für mich als durchaus Freund der Reihe hat mir das einige schöne Momente beschert. Das. Ja, ich bin da bei 7 Punkten aus dem Grund, weil er halt ja ab und zu fand ich schon mal Längen hat und halt ab und zu auch kleine Fehler drin hat, aber ansonsten, ja. Und weil halt, wie du, ich bleib da voll dabei, die Hauptstory passt auf den Bierdeckel. Ich finde das so perfekt zusammengefasst. Deswegen, ja, es ist kein schlechter Film, aber auch kein mega überragender. Ich ertappe mich auch dabei, wenn ich im Kino sitze und irgendwann kommt dann so dieses Rocky-Thema, dieses Musikthema, dass ich doch ein bisschen feuchte Augen kriegt. Weil es irgendwie so, ja, das ist so, es hat so einen, ja, so einen kinohaften Moment. Das ist genauso wie bei Star Wars bei mir. Also wenn das dann losgeht. Es löst was aus in einem, ja. Ja, genau. Du sitzt im Kino und dann kommt dieses epische Thema, womit man sehr viel verbindet. Und du weißt genau, oh, das ist jetzt der neue Film aus der Reihe. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Und dann kommt dieses Thema. Also das ja, gefällt mir sehr gut. Jo, und der restliche Soundtrack war auch ganz schön fett. Das hätte ich mir bei Robin Hood gewünscht, habe ich ja gedacht. Ja, genau. So wieder an dem Punkt. Naja. Ich musste übrigens mein Robin Hood diverse Male hauptsächlich in privaten Kommunikationen verteidigen, von welchen, die mich so auf Twitter mit einer PN oder so angeschrieben haben, so nach dem Motto, ja, was, den Film? Gibst du so eine Wertung? Aber das waren meistens Leute, die, ich habe den Trailer gesehen, er sieht ja total scheiße aus. Und ja, gut, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe dann aber immer gesagt, ey, das ist ein Unterschied, ob du den Film tatsächlich siehst und nicht weißt, was dich erwartet, weil du in die Sneak Preview gehst und die Stimmung ist gut und alle feiern das irgendwie, als wenn du jetzt 12 Euro bezahlst irgendwie an einem Samstagabend, gehst da rein, erwartest irgendwas und dann kommt so eine kuriose Story. Ja, na gut, aber Creed haben wir damals abgehakt. Und ich bin ja gespannt, wir haben den ja anscheinend illegal bekommen. War ein illegales Screening bei uns, nee. Wir haben, glaube ich, mal rausgefunden, dass es daran liegt, dass es OV war bei uns. Und weil wir halt Stuttgart sind. Ja, natürlich. Also das ist ja der Nabel der Welt hier.
Richtig. Das hängt nicht nur damit zusammen, hier Nabel der Welt und halt überragend tolles Kino, sondern halt auch der passende Podcast dazu. Das wissen die alle und dann weiß man, okay, da werden die Filme nicht nur gezeigt und geschätzt, sondern werden auch noch besprochen. Da werden sie auch in aller Gänze zerrissen. Das kann halt auch passieren, ja. Naja, aber nee, war schon gut. Also OV wirkt ja bei mir auch immer noch ein bisschen mehr. Ich hätte mir bei Rocky ein bisschen, bei Sylvester Stallone ein bisschen Untertitel gewünscht manchmal, aber gerade wenn er nicht im Bild war und irgendwie vor sich hingesappelt hat. What? Naja. Wie sieht's denn mit morgen aus? Hast du da schon einen Hinweis parat? Tipp für die nächste Sneak. Das ist dann die Sneak Nummer 979, also 979. Der Tipp ist Don't Shoot Me. Am 10.12. ist die, also wir nehmen ja sonntags auf, deswegen. Also am 10.12. Don't Shoot Me. Okay, da und bin ich gespannt. Ich habe was getippt. Ich habe Mortal Engines getippt, weil die schießen ja ganz gewaltig rum. Trouble und Feuerwehrmann Sam plötzlich Filmheld. ja, ist klar. Aber ich glaube, der Martin, der in Halle im Kino arbeitet, schöne Grüße auch, der hat was ganz Gutes geschrieben, vorgestern erst, und zwar ihn irritiert etwas, dass der Tipp auf Englisch ist. Er tippt auf den Film Green Book. Da geht es nämlich um einen Pianisten und frei nach dem Album von Elton John, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Ah, kann natürlich sein, ne? Bitte nicht auf den Pianisten schießen, gab es ja auch schon. Gibt es das auch bei Red Dead Redemption? Sag ich nicht. Das wäre Spoiler. Ach so, okay. Das wusste ich jetzt nicht, in welches Fettnäpfchen ich hier tappe. Naja, gibt es also das bei Fallout 76? Nee, man kann selber Klavier spielen. Also da stehen so, da kommst du manchmal an so Stellen, da stehen so Musikinstrumente. Und wenn du mit mehreren spielst, kannst du da richtig Musik machen. Also wenn du dann in einer Gruppe spielst, dann hast du einen, der spielt Banjo, der andere, der hat irgendeine Trommel und sowas. Bist halt mitten im Wasteland und spielst plötzlich irgendwelche Instrumente. Das ist sehr lustig. Die Wasteland Five sozusagen. Ja, so ungefähr. Die Wasteland Boys. Ja. Ah, ich hab heute auch, ich spiele ja, also ich habe jetzt schon ein paar Mal auch in einer Gruppe gespielt. Das hat eigentlich auch verhältnismäßig Spaß gemacht. Nein, du hast dich geöffnet. Weil die haben sich ganz gut benommen, die anderen. Aber ich habe heute wieder eine Mission gemacht, da habe ich zum ersten Mal, es gibt sogenannte Dailies. Da kannst du quasi, sind so tägliche Missionen, die so aufpoppen, also die jeweils nur an dem Tag gespielt werden können. Und da habe ich jetzt heute mal eine gespielt, die war auch sehr, sehr lustig. Also die habe ich alleine gespielt, aber weil das ging von Schwierigkeitsgrad her. Und das werde ich, glaube ich, öfters mal machen, dass ich mir mal raussuche, was so die täglichen Missionen sind und die dann mal angehen. Weil da steigt dann das Schwierigkeitsgrad nicht gar so, weil die richtige Timeline von der richtigen Mission, die wird halt wahnsinnig schwer. Da gehst du manchmal in ein Haus rein, plötzlich sind da lauter Supermutanten und du bist ganz alleine oder so. Was dann echt schwer wird. Ich nenne das bei mir Unterricht, aber egal. So. Naja, gucken wir mal, was wir noch so gesehen haben. Warte mal, wir hatten doch mal einen Einspieler für Heimkino, ja. Heimkino. Dann starte du mal bitte mit deinem ersten gesehenen Film. Dann starte ich mit Game Night, würde ich sagen. Ja. Aus gegebenem Anlass. Game Night, ein sehr, sehr, sehr interessanter, lustiger Film mit Jason Bateman und Rachel McAdams. Geht darum, dass die beiden verheiratet sind, also sie lernen sich kennen bei einem Quiz, heiraten, sind die ganze Zeit an irgendwelchen Spielenabenden dabei, haben ein eigenes Haus und veranstalten halt eigentlich jedes Wochenende, wie schon gesagt, so einen Spieleabend und haben einen ziemlich schrägen Nachbarn, der Polizist ist. Ich erkenne da bis auf den Nachbarn deutliche Parallelen. Zu was? Zu jemand, der immer Spieleabende macht. Ja, so in etwa. Und dann kündigt sich eben der Bruder an von Max, also von Jason Bateman. Es heißt Brooks, kommt in die Stadt, also Kyle Chandler spielt den.
Und der schlägt dann vor, hey, beim nächsten Mal treffen wir uns doch einfach bei mir und wir machen einen ganz anderen Spieleabend. Und was geplant ist, ist eine Geschichte, wie so ein Live-Roleplay-Action-Game, was weiß ich was, mit einer Entführung und die müssen dann den Entführten wiederfinden. Ja, das geht gewaltig schief, weil die Entführung in dem Fall echt ist. Was allerdings noch nicht allen so bewusst ist. Und da beginnt so ein bisschen ein Katz-Maus-Spiel mit wirklich teils skurrilen Szenen. Eieiei. Und es wird völlig verdreht, es ist völlig verzwickt. Man weiß manchmal nicht mehr, okay, ist es jetzt doch wieder ein Spiel, ist es keins. Ich fand es auch am Ende hin sehr, sehr klasse mit, okay, du kannst jetzt aufstehen und sowas. Fand ich auch sehr gut. Nein, das ist nur Spaß. Also es ist nichts, wie es scheint und es ist nicht alles nur ein großes Spiel. Das, glaube ich, fasst es zusammen. Und ich finde, Jason Bateman und Rachel McAdams, die harmonieren unglaublich gut miteinander. Ja. Also die ergänzen sich wirklich perfekt in dem Film. Und Jason Bateman ist einfach so dieser nette Knabe von nebenan. Der kann keinem einem was tun. Also klar, wenn man jetzt Ozark guckt, dann ist das was anderes. Aber, großartige Serie. Ja, aber es geht halt, für mich geht Jason Bateman da wieder mehr in die Richtung von Arrested Development auch. So, und ich finde es einfach großartig. Also mir hat der Film echt Spaß gemacht. Er ist witzig, aber nicht so übertrieben bescheuert witzig oder Fäkalhumor witzig, sondern einfach, es ist so nur völlig abstrus. Du hockst dran und sagst dir, nein, bitte mach das nicht, nein, tu das nicht. Und er hat's getan. So nach der, ich erinnere an den Hund in der Szene, ne? Ja. Muss auch dazu sagen, sein Bruder, der hat ihn von klein an immer gedisst und hat ihm alles Mögliche weggenommen. Ich glaube, inklusive irgendeiner Freundin oder sowas. Und jetzt will er ihm quasi auch noch den Spieleabend wegnehmen. Das, woran er sich da so gehalten hat. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ganz, ganz groß. Und natürlich nicht zu vergessen, Denzel Washington. Ja, sehr gut auch. Ja. Der auch eine wichtige Rolle in diesem Film spielt. Man glaubt es nicht, aber ist tatsächlich so. Nein, also wie gesagt, es ist ein relativ wilder Ritt, streckenweise. Schöne Verfolgungsjagden, schöne Geschichte über Spieleabende und Freundschaften. Und ja, er läuft jetzt gerade bei Sky. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da macht man nichts falsch. Es geht auch nicht so lang. Wie lange geht da? Muss ich nochmal spickeln. Aber irgendwas um die 90 Minuten, glaube ich. Nee, eine Stunde 40, also 100 Minuten. Die sind aber wirklich gut angelegt in dem Fall, weil gute Unterhaltung, macht Spaß. Für mir, wie viel habe ich ihm gegeben? Ich glaube auch 7 oder sowas. Ja, 7 habe ich ihm gegeben. Weil halt ohne Tiefgang. Ohne Tiefgang einfach mal eine Kugel aus dem Arm geholt. Ich habe den halt auch noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Was ich da so gut fand auch, zum einen, dass es so eine, wieder eins von dieser Erwachsenen-Comedy ist, sag ich mal. Also was wie Kill the Boss oder sowas. Und der auch ganz bewusst hier auf irgendwelche allzu ekligen Sachen verzichtet. Ja, da gibt es ja sehr viele von diesen Erwachsenen-Sachen-Comedies, die dann wirklich so voll reingreifen in solche Themen. Und der hat das ist komplett Melissa McCarthy-freie Zone, sagen wir es doch so. Hat das bewusst umschifft und ich fand das auch extrem gut. Ich mag ja auch diesen einen Film mit Bill Murray, dieser Agent 00nix, wo er von seinem Bruder, gespielt von dem einen Typen, der bei Titanic da mit Kate Winslet zusammen, ich komme gar nicht auf den Namen, wo der auch von seinem Bruder da so ein Live-Agentenspiel geschenkt bekommt, so eine Art Schnitzeljagd. Und dann rutscht er aus Versehen in eine echte Agentensituation rein und macht sich da auch so total lustig drüber, weil alles wieder so ist. Und macht sich auch, was weiß ich, da wird dann einer echt erschossen und so. Und er macht dann so, ja komm, ey, du spielst es aber gut und so. Ey, ist ja voll echt und du bewegst dich ja gar nicht. Und irgendwie die Leute um ihn rum sagen, oh, was ist mit dem los, ey, das ist ja voll krass. Ja. Und da fand ich hier sehr viele so Sachen wieder, so derselbe Humor, das fand ich einfach echt gut. Ja.
Also Game Night. Nee, von ich sag auch, einfach diese Szenen mit, nein, bitte mach das nicht. Allein, wir holen jetzt die Kugel raus. Ne? Weißt du, wie man das macht? Ja, aber ich habe das von einer, was, so eine Hillbilly-Seite. Ich ignoriere einfach die rassistischen Äußerungen. Und dann, wie holt man die Kugel aus dem Arm? Natürlich, wir machen einen kleinen Schnitt. Und dann macht man natürlich mit dem Messer den Schnitt am Arm entlang, schön entlang. Unfassbar. Ja, ist echt. Ja. Ich glaube, ich muss den noch mal gucken. Ich habe gerade ein paar Sachen nicht wiedererkannt, die du gerade erwähnt hast. Er lohnt sich. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich da wirklich sehr viel Spaß hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich euch den empfohlen hatte, wenn ich mich da recht. Das kann gut sein. Ja. Ich kam nur nie dazu. Also siehst du mal, Empfehlungen sind durchaus. Dein Geschmack ist nicht immer ganz arg schlecht. punktemäßig bei dir? Ach so, 7 hat es ja gesagt. Stimmt. Ja, genau. Sorry. Ich habe einen Film geguckt, da steht bei mir hier in der Wertung eine Von-Bis-Wertung drin, weil ich den Film ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Das ist ein guter Auftakt, damit die Hörer dranbleiben und jetzt total gespannt sind, was für einen Film geht's. Und es handelt sich um den Film A Ghost Story. Der läuft auch gerade auf Sky. Und Hauptrollen spielen Rooney Mara und Casey Affleck. Und den Casey Affleck mag ich irgendwie total, da durch Manchester by the Sea und ach, was weiß ich, wo der überall mitgespielt hat, was ich so gut fand. Und ich hatte mir A Ghost Story aufgenommen und habe jetzt irgendwie gedacht, oh ja, jetzt guckst du den mal an. Ich wusste, dass es irgendwie ein sperriger Film ist. Und es geht darum, dass Rooney Mara lebt mit Casey Affleck zusammen, die sind verheiratet in so einer kleinen Vorstadt. Casey Affleck stirbt und steht von der Totenliege, wo er zugedeckt wird in der Gerichtsmitte oder in dem Leichenschauhaus oder was, nachdem sie ihn halt identifiziert hatte, Rooney Mara. Sie geht raus aus dem Zimmer, er ist allein im Zimmer. Er wird mit dem Laken bedeckt. Steht er wieder auf und läuft dann die ganze Zeit wie so ein Gespenst umher, quasi mit dem Laken über dem Kopf. Er wird aber von anderen, er wird von fast allen anderen nicht gesehen, sagen wir es so. Und er begibt sich dann ja auch erstmal in das alte Haus und guckt, was Rooney Mara da so macht. Und sie muss sich halt jetzt irgendwie damit abfinden, dass er nicht mehr da ist. Sie durchlebt da so diese verschiedenen Phasen der Trauer. Und irgendwie entkleidet ihm er. Also er befindet sich ja in so einer, wahrscheinlich so einer Art Zwischenwelt soll das sein, oder so zwischen Leben und Tod oder so. Und hat da irgendwie nochmal die Zeit, so ein bisschen das Leben auf der Erde so zu beobachten. Und irgendwie entkleidet ihm das so nach und nach, sodass auch die Grenzen zwischen Zeit und Raum irgendwie ein bisschen verschwimmen. Das heißt, er befindet sich da nochmal irgendwie so ganz in der Vergangenheit und so, wo dieses Haus, in dem er lebt, erst gebaut wird. Dann befindet er sich auch in dem Haus, wo es dann gerade abgerissen wird, weil Rooney Mara eben auszieht, weil sie dort nicht mehr weiter bleiben kann. Und das Ganze ist quasi fast wie ein Stummfilm die ganze Zeit. Es wird dann natürlich, wo er nicht mehr da ist, wird dann kaum noch irgendwas gesprochen, weil er ist ja nur noch so der stille Beobachter und beobachtet andere Leute. Es ziehen andere Personen in das Haus ein. Okay, die reden jetzt mal, ist jetzt kein richtiger Stummfilm, aber es finden jetzt keine so richtig aktiven Dialoge mehr zwischen Hauptpersonen statt. Und ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Film halten soll, aber ich glaube, dass genau das will auch der Film. Das heißt, der war zum einen sehr, sehr langatmig. Das heißt, du siehst einfach manchmal, da gibt es so eine Szene, da steht er irgendwie vielleicht gefühlt 10 Minuten in der Ecke von einem Raum und Rooney Mara macht irgendwas, einfach, die lebt ihr Leben und es passiert einfach nichts, ja. Er steht einfach da und beobachtet sie. Und auch so andere Szenen, wo er irgendwas da sitzt und irgendwie so in die Natur schaut, das hat mich fast an irgendwelche skandinavischen Ingmar Bergman-Filme erinnert, wo einfach irgendwelche Leute minutenlang nur aufs Meer schauen oder irgendwo. Es ist wirklich surreal, absurd und sehr, sehr seltsam und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also, so richtig empfehlen kann ich dem Film eigentlich niemanden. Ich finde aber, wer sich mit Filmen so ein bisschen beschäftigt, wer sich dafür interessiert, kann den ruhig mal gucken. Also es hat jetzt nicht, war jetzt nicht so der Moment wie bei diesem Film, den wir hatten, mit dem, Silver Lake, Under the Silver Lake.
wo ich dann einfach ab einem bestimmten Punkt einfach nur genervt war, weil das so verschwurbelt war und sinnlos, sondern hier ist es so, ich war eigentlich irgendwie die ganze Zeit interessiert, wie geht's weiter, was erlebt der da und ja, deswegen ganz komisch. Ich habe da eine Wertung von 3 bis 8 Punkten gegeben. Ich bin mir damit noch nicht im Reinen. Ich glaube, ich werde auch keine richtige Punktewertung hier veröffentlichen auf kinocast.net, weil es ist einfach zu seltsam. Ich will den auch, also ich habe ihn jetzt gesehen, ich muss ihn nicht nochmal gucken, was eigentlich für mich immer so ein Indikator ist, also mehr als 5 Punkte gibt es da nicht. Aber trotzdem hatte der irgendwie was. Also ich weiß auch nicht. Also A Ghost Story, großartige Darsteller natürlich. Also Casey Affleck zumindest am Anfang, bevor er das Tuch drüber hat, weil dann sieht man ihn ja nicht mehr. ist echt seltsam, der Film. Seltsam, seltsam. Vielleicht kann mal jemand in den Kommentaren schreiben, vielleicht habe ich das irgendwie falsch verstanden. Vielleicht gibt es da irgendeinen Punkt, den ich übersehen habe. Ist natürlich am Ende, was ich jetzt nicht spoilern will, gibt es dann so ein bestimmtes, darauf wurde am Anfang so ein bisschen drauf hingewiesen. Ja, aber nee. Kennst du den eigentlich? Hast du den mal beim Durchzappen? Nee. Oder läuft der auf Sky gerade? Also wenn du mal irgendwie wie so ein Gespenst so siehst, dann ist das der Film. Okay, alles klar. Ja, du hast noch einen gesehen gehabt? Oh, da, ich habe noch einen gesehen, ja. Der verfolgt mich. Der verfolgt mich, weil es in der Tat ein Film ist, den ich schon wirklich einfach interessehalber sehen wollte, schon vor einer Weile, als er im Kino lief auch schon, es allerdings nicht geschafft habe und jetzt tatsächlich nachholen konnte, nach langer Zeit. The Greatest Showman. Der Musical-Film mit Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, der bezaubernden Zendaya. Eine richtig coole Geschichte von P.T. Barnum, der einen Zirkus, eine Freakshow sozusagen erstmal aufmacht oder den ersten Zirkus aufmacht in damals, oh was ist New York, glaube ich? Ich glaube in New York. Ich lege mich jetzt noch nicht fest, aber ich glaube. Und ja, es ist eben diese Geschichte nacherzählt von damals, wie das eben entstanden ist, dieses Etablissement mit dem Familienunternehmen, mit dem Barnum-Zirkus, der dann später auch durch die USA noch tourte und alles. Also da ist sehr, ich sage jetzt nicht sehr vieles Wahres dabei, es ist basiert auf einer wahren Geschichte und es ist halt sagenhaft inszeniert. Also die Songs sind teilweise wirklich sagenhaft, richtige Ohrwürmer dabei, die Choreografien sind spitze und die schauspielerische Leistung von Hugh Jackman ist großartig. Zac Efron tanzt und singt wie zu besten Highschool-Musical-Zeiten und Zendaya ist einfach bezaubernd. Weißt du, von wem ich spreche, wen ich meine? Zendaya? Ja, die spielt auch mit im Spider-Man Homecoming. Da spielt sie die Michelle. Spricht. Nein? Oder? Was? Spielt oder? Ach nee, du meinst nicht spielt. Den neuen. Im Homecoming, nicht den. Nicht den warte mal, ich suche gerade mal. Jetzt habe ich ein Bild vor mir. Alles klar, jetzt weiß ich, wer es ist, ja? Genau. Heißt die nur Zendaya? Hat die keinen Nachnamen? Das ist ein Künstlername halt. So. Das halt ist auch so ein Disney-Kind, deswegen. Ja, ist so. Also großartig. Wie gesagt, die ganze Geschichte an sich einfach toll, wie da dieser Zusammenhalt entsteht, mit allen Höhen und Tiefen, wie der Film dann zwischendurch oder die ganze Geschichte zwischendurch woanders abbiegt und es doch wieder zu einem gemeinsamen großen Familienende kommt und alles. Das ist einfach schön. Das ist schön erzählt, es ist imposant, es sind, wie gesagt, tolle Songs. Man hat sofort auch irgendwie das Gefühl, also bei den meisten Songs ist wirklich auch, wenn man die das rumhüpfen sieht und feiern sieht, hat man Bock, da mitzumachen. Also es ist wirklich, wirklich verrückt und ja, hatte eine Oscar-Nominierung, ne? Ja, und das war der einzige, den ich nicht geschaut habe, obwohl ich alle Nominierten geschaut habe, weil ich habe mich davor gescheut, weil wegen Musical und so. Ne? Und ja, wie gesagt, also wenn man nicht so Musical-affin ist, dann okay, aber wie gesagt, es ist jetzt, wenn du es vergleichst mit anderen Musikfilmen, wie zum Beispiel Pitch Perfect oder sowas, dann auf jeden Fall reinschauen. Also er lohnt sich wirklich. Ich glaube nicht, dass du es bereuen würdest, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mir bekommt er 8 von 10 Punkten, allein weil es großartig ist, wenn du siehst, wie die sich bewegen, wie das choreografiert ist alles, wie das aufeinander abgestimmt ist, wie das passt, wie das funktioniert, wie das tut, wie das pam, wie das schön ist, die Emotionen, also, ich find's großartig, wirklich. Bin gerade auf Moviepilot
Und da hat jemand geschrieben, was mich jetzt ein bisschen abschreckt von diesem Film, geschrieben, das ist die Musical-Version von The Shape of Water. Progressive Träumer, ethnische Minderheiten und gesellschaftlich Ausgestoßene wachsen zu einer Familie zusammen und treten mit ihrer Zirkusshow gegen das weiße reiche Establishment und dessen Vorliebe für das Theater an. Ja. Okay. Ja, aber gut. Ja, das würde mich jetzt auch abschrecken. Aber ja, der läuft ja auf Film Sky. Ich habe, glaube ich, mal in das Ende reingezappt. Da kam dann auch so ein schönes Zitat, irgendwas mit die Kunst, das andere glücklich zu machen oder so. Da dachte ich, okay, wenn es darum in dem Film geht, vielleicht gucke ich es doch mal, weil gerade auch Oscar-Nominierung, irgendwie muss ich ihn doch nochmal schauen. Jetzt kommt er aufs Sky. Schau ihn auf jeden Fall mal an. Also auch von der Kamera her ist es einfach cool gedreht. Okay, also na, das richtig, interessiert mich jetzt cool. Wieder. Paar richtig geile Effekte, wie dann alle quasi so, einer steht da und singt und alles springt gerade in die Luft und dann wie so ein Standbild, nur Zeitlupe und Publikum in Zeitlupe und nur noch die Sängerin ist dann komplett in Bewegung. Solche Sachen so wirklich spielen, so ganz arg viel Kleinigkeiten, was auch gemacht wurden in dem Film, worauf Wert gelegt wurde und das macht einfach Spaß. Also wie gesagt, das ist so ein richtig, ich fand es ein gute Laune-Film und ja, ich kann ihn nur empfehlen. Also The Greatest Showman, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man die Chance hat, das gerade auf Sky oder irgendwo anders zu sehen, unbedingt reinblicken. Ich merke mir das mal vor. Definitiv. Und dann werfen wir doch mal so einen Blick, jetzt nehme ich mal den anderen Jingle, weil wir mal werfen ja quasi einen Blick nach vorn. Sneak Preview. gestern hast du mich darauf hingewiesen, so hey, hast du den, oder war es gestern? Gestern? Vorgestern? Gestern. Hey, hast du den neuen Trailer schon gesehen? Und ich halte mich für gewöhnlich sehr gut informiert und meine Filterbubble funktioniert normalerweise. Dass mir sowas relativ schnell zugetragen wird. Aber als du mir das geschrieben hast, habe ich ja, what? Okay, dann habe ich geguckt. Ich dachte erst, du willst mich veralbern. Ich dachte, da geht irgendwas rum im Internet. Irgend so ein Fan-Trailer oder irgend sowas, dachte ich. Und dann habe ich gesehen, nee, tatsächlich, da gibt es schon von dem neuen Avengers Endgame einen Trailer. Und den habe ich ja dann auch gleich mal geguckt und habe dir auch gleich das Feedback gegeben. Ja. Und ich finde den wirklich sehr genial, den Trailer. Also der polarisiert aber auch im Internet ein bisschen, weil manchen ist das irgendwie, ja, werden da die falschen Sachen gezeigt oder nicht die Sachen, die sich manche gewünscht hätten, aber wie es halt so ist, ist halt ein Trailer. Du fandst ihn ja auch ziemlich gut, ne? Ich finde es einen extrem coolen Trailer. Also das ist von den ganzen Trailern, die da draußen in der Filmwelt immer so rumfliegen, fand ich den jetzt als ersten Trailer, klar, man weiß, der zweite Trailer wird natürlich drei Viertel vom Film wieder verraten, ganz sicher. Aber jetzt der erste Trailer, ich finde es so großartig, so Sachen, wo da drin sind. Wenn man am Anfang schon sieht, Tony Stark, man darf es ja verraten, er ist ja ein Trailer. Ja, wir werden ihn auch verlinken, dann. Ja, wir werden ihn verlinken. Also man sieht es schon, Tony Stark ist alleine im Weltall unterwegs, hat nur ein Unterhemd an, kein Essen, kein Trinken, Sauerstoff wird knapp. Ja, woher kennen wir das? Das kennen wir vom ersten Iron Man, ne? So hat die Geschichte von Iron Man angefangen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, was mein Hund hier gerade nebenher frisst. Was kaust denn du da? Aber Iron Man? Ach, Papier. War der nicht in irgendeiner Höhle oder sowas? Ja, da war er in der Höhle. Jetzt ist er halt nicht in der Höhle, sondern im Weltall. Und das ist natürlich die Frage, endet Iron Mans Geschichte so, wie sie angefangen hat in der Art? Solche Sachen. Und es wird nicht so viel verraten. Es wird einfach nicht so viel verraten. Oder auch am Ende. Wir alle warten so drauf. Ja, ist ja klar, Captain Marvel wird kommen und alles. Blablabla. Naja, wer kommt, um die Welt zu retten? Der kleinste aller Helden. Ant-Man steht da vor der Türe, um zu retten. Und was halt auch schön ist wieder, er ist mit dem Dingsen vorgefahren, mit dem Van vorgefahren. Und wer Ant-Man and the Wasp gesehen hat, ganz am Ende, genau in diesem Ding ist er die Maschine drin, in der er eigentlich festzustecken scheint. Also wir wissen auf jeden Fall, Ant-Man kommt raus. Das ist schon mal gut, ne? Also das war der Moment, wo ich dann so die Bäckerfaust gemacht habe. Am Ende. weil ich sag mal so, von allen, die so, von denen es da so gibt, so von den Figuren, gefällt mir immer noch dieses Ant-Man irgendwie so mit am besten. Weil es hat doch so, Ant-Man hat so ein bisschen so spaßige Familienunterhaltung auch, da ist nicht ganz alles so brutal und ja,
Ich finde es echt gut, auch die Art, wie sie das gemacht haben. Deswegen, meiner Tochter hat es ja, auch gefallen, die war ja bei dem zweiten Teil mit dem Kino. Hm. Ja. Ja, also er verrät halt nicht so viel, der Trailer. Hm. Er zeigt halt einfach nur, wer ist noch da, das, was wir wissen, wer da ist und wie es denen auch geht. Also glücklich sieht da keiner wirklich aus. Ich habe den hier nebenbei laufen ohne Ton. Deswegen, es kam gerade die Szene, wo er mit diesem braunen Van hier, diesen Vergewaltiger-Van da vorgefahren ist. Hier. Und dann hier über die Kamera. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Wann startet er eigentlich? Warte mal gucken. Avengers. April. Endgame. Und ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, Endgame ist, glaube ich, das, was Doctor Strange im Original sagt. Wir haben ein Endgame. Warum steht denn hier Bradley Cooper als... Doch, guck mal hier. Bradley Cooper, klar, wegen Rocket Raccoon. Ah, okay. Der Sprecher, ja. Ich habe mich gerade gefragt. Hier steht drin, 25. April. Aus der Pistole geschossen kommen solche Sachen, ne? Dafür seid ihr der Experte. 25. April 2019 startet er in Deutschland. Vielleicht schon mal irgendwie im Kalender ein Vermerk machen. Und an dem Montag vorher bei uns in der Sneak Preview. Ja, also ich denke schon, dass wir gucken werden, dass wir in die Vorpremiere reinkommen, dass wir so schnell wie möglich diesen Film sehen. Definitiv. Ich habe mega Bock drauf. Ich auch. Also. Und ist wirklich, ist es jetzt, also ich habe es jetzt gerade nochmal recherchiert nebenher, es ist wirklich, Doctor Strange sagt in Infinity War, we are in the Endgame now. Ja, genau, da kann ich mich dran erinnern. Dann ja. bei der Szene. Das Endspiel. Berlin. Ja, Strange hat es vorausgesehen. Hey, Sie kennen mich doch damals hier von dem Flughafen in Leipzig. Da bin ich ganz groß rausgekommen. Genau. Ja, schöner, ja, echt schöner Trailer. Also vor allem, weil das auch nicht so viel Bombast ist, da wie sonst manchmal bei diesen ganzen... Oder auch die Dingsen. Thanos wollte ja Farmer werden, ne? Ja, wo er dann so läuft über, da durch, über das Korn streicht. Er läuft durch die Wiese, genau. Und dann siehst du noch die Rüstung von Thanos als... Als Dingsen, als Vogelschrecke, wie heißt das? Vogelscheuche. Als Vogelscheuche aufgestellt. Also ist schon cool. Wie gesagt, er verrät nicht so arg viel. Ich habe ja noch die Info, dass der Film ja komplett abgedreht ist im Augenblick und schon im Augenblick 3 Stunden dauert. Also die müssen noch ganz gewaltig rausschneiden. Boah. Da sage ich, nee, lass einfach 3 Stunden. Das wird schon passen. Na, Hauptsache, sie machen nicht wieder, schneiden die in der Mitte auseinander und machen 2 Filme oder so. Das machen sie ja gerne bei so letzten Teilen von irgendwas, hier Harry Potter und Fifty Shades of Grey. Das hätten sie ja schon gesagt. Ja. Naja. Also, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Wir sind sehr gespannt, oder ich zumindest, du bestimmt auch, auf eure Kommentare dazu. Und dann habe ich das euch mal ein bisschen aufgebürdet hier. Da will nämlich Marvel... Entschuldigung. Bitte? Entschuldigung, ich muss noch mal kurz reingehen. Wir haben Hawkeye vergessen. Hawkeye? Ist der mit dabei? Hawkeye. Ja, Hawkeye ist mit dabei und Hawkeye wird zu Ronin. Aber das nur so. Nur so am Rande. Okay. Es kam jetzt eine News raus, mit der wusste ich eigentlich gar nicht weiter irgendwas anzufangen, weil die greift sehr stark auch in diese ganzen Marvel-Sachen rein. Und zwar, die Marvel Studios planen mit einem Helden namens Shang-Chi die große asiatische Zielgruppe anzusprechen. Das ist ein Kung-Fu-Kämpfer. Und hier stehen diverse Sachen drin. Hast du dir das schon mal ein bisschen... Ja, also das kennt man den oder... War nicht so meins. Also mit Shang-Chi konnte ich nicht so... Aber den kennt man, den gibt es schon. Der ist schon etabliert, den hat man jetzt nicht neu kreiert oder den so. Den hat man jetzt nicht erfunden. Okay. Nee, der ist... Also wenn ich jetzt recherchiere... Ich hätte jetzt gesagt, in den 70er Jahren müsste er auch schon rausgekommen sein. Und hier steht jetzt Dezember 73 kam er raus. Also ja, den gibt es schon, den Master of Kung Fu, den gibt es schon. Wie gesagt, für mich ist es eher noch so, ja. Wurde als Sohn von Fu Manchu eingeführt, der mehrfach die Welt erobern wollte stehen. Okay, da sind wir mal gespannt, wenn der da eine eigene Linie bekommt, die vielleicht nicht in diesem... bisherigen Marvel Cinematic Universe spielt, sondern ein bisschen außerhalb, ja, und wenn Marvel dadurch ein bisschen mehr Geld machen kann im asiatischen Raum, why not, sage ich mal. Also Kung-Fu-Film bin ich immer zugetan. Also das, ja, also da, haha, Bruce Lee habe ich alles gesehen und so. Jackie Chan,
das und auch so kleinere Geschichten, so, nur so 50, also 50 Kammern der Shaolin und sowas. Hm. Er war übrigens auch einmal Teil der Avengers, also nur mal so. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt drauf, ob ich da jetzt gleich als erstes ins Kino renne, wenn der kommt, weiß ich nicht, aber interessiert mich auf jeden Fall. Da. Weiß nicht, wie es die Comic-Community aufnimmt, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt haben wir genug Marvel gehabt, jetzt kommt mal DC, da gibt es nämlich auch eine News, dass es gibt einen Trailer, den werde ich auch mal mit verlinken, zu einer neuen Serie, die auf Netflix läuft und die ist von DC, also die Helden sind von DC, aus dem DC-Universe und die soll aber sehr, sehr, sehr blutig sein. Und da wird nur berichtet so, boah, das haben die verfilmt. Die heißt Titans und ich werde mal den Trailer mit verlinken. Warte mal, hier steht noch, darum geht es in Titans. Kann ich ja noch kurz vorlesen. Dick Grayson alias Robin ist aber nicht der von Batman, glaube ich. Ach doch, tatsächlich. Hat sich von seinem Mentor Batman losgesagt und arbeitet nun als Detective in Detroit. Nachts bekämpft er aber immer noch als maskierter Rächer das Böse. Eines Tages lernt er im Zuge seiner Arbeit als Polizist die junge verstörte Rachel kennen, die über außergewöhnliche Kräfte verfügt und seit dem Tod ihrer Mutter auf der Flucht ist. Rachel hat Dick bereits in ihren Träumen gesehen und bittet ihn daher um Hilfe. Im Verlauf der Serie schließen sie sich mit Corey Anders alias Starfire, die über pyrokinetische Fähigkeiten verfügt. Das ist, glaube ich, Feuerspeien oder sowas, ne? Oder Feuer irgendwohin, irgendwas entzünden wahrscheinlich, ne? Und dem Gestaltwandler Garfield, Gar heißt er, alias Beast Roy in einem Team zusammen, während sie von einer Super-Schurkentruppe namens Nuclear Family verfolgt werden. Ja, und soll sehr explizit sein. Den Trailer könnt ihr auch anschauen, da sieht man schon einiges. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass Robin eine eigene Serie kriegt. Ja. Und ja, blutig klingt ja auch erstmal ganz interessant, oder? Ja. Ich erinnere da an, wie ist der eine Film da? Ich auf Netflix letztens geguckt habe, der war ja auch übelst hart. Jo, aber ja, mal schauen. Die anderen DC-Sachen, die waren jetzt alle nicht so. Ich glaube, das Einzige, was ich da gucke, ist das Arrow und Flash. So DC, ne? Ja. Die gefallen mir ganz gut. Naja, dann gucken wir doch mal weiter, wie es hier so in den Charts aussieht und was diese Woche neu startet. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart auf Platz 10 Night School, Platz 9 Unknown User 2 Dark Web, Platz 8 Widows, tödliche Witwen, Platz 7 Das Krumme Haus, Platz 6 Der Nussknacker und die Vier Reiche, Platz 5 Tabaluga der Film, habe ich gehört, da war in unserem Heimkino hier, nicht in unserem Heimkino, sondern in unserem Lieblingskino, in den Innenstadtkinos, im Metropol war Otto da, der hat irgendwie jede Menge Selfies geschossen mit den Kindern und so, war irgendwie ein ganz cooler Event, ne? Aber ich glaube, der tourt jetzt allgemein durch ganz Deutschland. Ja. Platz 4, 100 Dinge. Platz 3, Bohemian Rhapsody. Platz 2, der Grinch. Ach nee, für den Grinch war das, sorry. Der macht den Grinch. Ist auch ein Grüner. Otto war ja da, deswegen. Also, stimmt, aber, der war für den Grinch da, nicht für Tabaluga. Jetzt ich irgendwie, weil der auch so grün war hier gerade. Auch grün, egal. Könnte auch Yoda gewesen sein, wer weiß das schon. Ja, Platz 1, immer noch fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Dein Lieblingsfilm von diesem Jahr, habe ich gehört. Und so schlecht ist es jetzt auch nicht. Was startet diese Woche neu? Geil. Mortal Engines, Krieg der Städte, der neue Film von Peter Jackson, der hier Hobbit und King Kong und Herr der Ringe und sowas gemacht hat. Eine düstere Zukunftsvision nach einem bekannten Roman von Philip Reeves über eine Zukunft, in der die Städte auf gewaltigen Rädern gegeneinander kämpfen. Der Trailer sieht sehr gigantisch aus. Also wenn, dann ist es ein Film fürs Kino. Genauso wie Herr der Ringe. Hat bis jetzt ganz gute Wertungen bekommen. Also ziemlich gute Wertungen, um es genau zu sagen. Als bekanntester spielt hier Hugo Weaving mit, der den Agent Smith in Matrix gespielt hat. Parallel startet auch noch Spider-Man, A New Universe, der Animationsfilm. Da hatte ich letztens eine Kurzkritik von dem geschätzten Kollegen Schröckhardt von den Rocket Beans mal reingepostet von Kino Plus in unsere Kinocast
Facebook-Gruppe. Mal sehen, ob ich die jetzt auf die Schnelle wiederfinde, denn die fand ich sehr, sehr gut und treffend, ohne dass ich den jetzt schon gesehen hätte. Hier, er hat nämlich geschrieben, der Daniel, bisher war Spider-Man 2 mein Lieblingsfilm mit der Spinne. Seit heute muss er sich diesen Platz mit Spider-Man in New Universe teilen. Ich habe gelacht, geweint und gestaunt. Tolles Comic-Kino. Klingt sehr interessant, ne? Klingt jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Und ich meine, der Schreck, der hat wirklich viele, viele Filme gesehen. Also wenn das da... Ja, naja. Gegen den Strom startet noch ein Drama aus Island um eine Umweltaktivistin, die mit Sabotageakten gegen die Industrie kämpft. Hat man, glaube ich, mal in den Sneak-Tipps erwähnt. Die Erscheinung, da geht es um einen traumatisierten Journalisten, der im Namen des Vatikans den Fall einer Marienerscheinung prüft und an die Grenzen seines Glaubens kommt. Gut, dass wir den nicht in der Sneak hatten. Das läuft nicht bei uns, Mellow Matt, mit dem gläsernen Bären ausgezeichnetes Drama um zwei Geschwister, die ihre Großmutter im Garten vergraben, damit sie nicht in ein Heim kommen. Verrückt. Okay. Ah ja. Die vergraben ihre Großmutter. Okay. Nicht weiter drüber nachdenken. Das waren sie auch schon, die Neustarts diese Woche. Und bin ich gespannt, was uns dann so in der Sneak Preview erwartet. Und ja, sonstige Themen. Aktuell läuft ja das KinoCast Adventskalender Gewinnspiel. Wie vielleicht manche schon gemerkt haben. Die Schwierigkeit ist diesmal... Ja, sehr schwankend, zwischen sehr schwer und sehr leicht. Ich finde das sehr gut eigentlich. Hä? Du musst da mal ein großes Lob aussprechen, Erik. Also ich finde es sehr gut. Ja, danke. Ich habe jetzt trotzdem tatsächlich die Filme alle erkannt, aber ich mache ja auch nicht mit. Auch den von gestern? Aus dem Nichts? Weil das war echt schwer. Ja, tatsächlich ja. Okay. Ja, nee, weil ich sammle ja die Bilder immer so ein bisschen übers Jahr, wenn ich denke, ja. Oh, das... Den Film hier, der hatte irgendwie ein paar coole Bilder, dann mache ich immer mal so Screenshots von den Blu-Rays oder wenn jetzt Filme, die im Kino kommen, dann schreibe ich mir die auf so eine Merklist, sage ich, okay, wenn der dann auf Blu-Ray rauskommt oder so, oder ich gucke halt auf YouTube, ob es da irgendwie noch ein bisschen erweitertes Material gibt, wo ich mir irgendwas rausfotografieren kann. Und sonst habe ich die immer sortiert, wirklich von ganz leicht, die ersten Tage bis hin zu sehr schwer. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich habe die alle in ein Verzeichnis rein und habe die einfach, die haben ja dann von den Screenshots her irgendwelche kryptischen Bezeichnungen und habe die einfach durchnummeriert von 1 bis irgendwas. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt irgendwo beim niedrigen Türchen ein sehr, sehr schweres Bild kommt und dann kommt dafür bei der 24 irgendwie ein ganz leichtes oder so. Ich habe das nicht nochmal durch. Ja, ich finde das voll okay. Also, das macht es unberechenbarer. Genau, wer gucken möchte, tagsüber zum Beispiel, wer jetzt irgendwie da unterwegs ist und sagt, habe ich keine Zeit, so ins Internet. Ich poste die jetzt auch immer auf meinem Instagram-Kanal, aber dort bitte nicht die Lösung schreiben, weil das lesen ja dann alle, da kann ich jetzt die Lösung nicht irgendwie sperren, dass die nur manche Leute sehen. Also einfach @kinocast auf Instagram, da könnt ihr vielleicht tagsüber schon mal das Bildchen angucken. Ach ja, überlegen, vielleicht mal Kollegen zeigen in der Mittagspause. Und dann abends in Ruhe zu Hause oder was heißt abends, also ungefähr so 19 Uhr versuche ich das immer aufzulösen, damit ich noch an dem Abend die Auswertung alles machen kann. Und wir haben aber auch ein paar Kommentare zum Film, zur Folge der letzten Woche. Die Steff hatte nämlich geschrieben, dass wir bei unserer Aufzählung eine wichtige Robin Hood-Serie vergessen haben. Und zwar, das ist eine Serie, weswegen sie überhaupt Robin Hood zum ersten Mal gesehen hat, nämlich es gibt wohl eine Anime-Serie mit Robin Hood mit 52 Folgen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung war 95 bei RTL 2. Wobei ich da sagen muss, also ich persönlich habe 95 keine Animations-, keine Zeichentricksachen mehr geguckt und RTL 2 habe ich sowieso vermieden wie der Teufel Zweiwasser. Das war weder mein Sender noch mein... Ja, aber sie schreibt, das war genau ihre Zeit, wo sie solche Sachen geschaut hat. Und... Genau, ich habe sie dann gefragt, ob sie die Serie von Disney meint, weil du hattest ja irgendwie gemeint, da gab es irgendwas von Disney. Und ja, sie meinte, ein Film von Disney, das ist was ganz anderes. Und sie meinte dann auch, nee, eine japanische Anime-Serie, wusste ich nicht, dass es die gibt. Also sowas wie Sailor Moon und Dragon Ball. Und sie hat auch einen Link rein kopiert. Und da kann jeder mal gucken. Der Nikolas hat noch geschrieben, dass diese Robin of Sherwood-Serie, die ich angesprochen hatte, die kennt er auch seit Kindheitstagen.
Also er scheint ungefähr genauso alt zu sein wie ich. Für ihn ist das mit Abstand die beste Verfilmung der Robin Hood-Legende. Besonders Nicholas Grace als der Sheriff, Robert Eddy als Gisborne, genau, der war echt cool. Und der junge Ray Winston, der jetzt bei Departed mitgespielt hat und bei Indiana Jones 4 und bei Beowulf und Will Scarlet, werden für ihn immer die jeweiligen Charakter personifizieren. Ein weiteres Highlight, die atmosphärische Musik von Clannad. Ja, die wusste ich gar nicht, dass die Musik gemacht haben. Die kenne ich nur von irgendwelchen anderen Produktionen jetzt. Und Jason Connery erwähnt, er spielte erst in der dritten Staffel den Robin Hood. Vorher war es der Michael Creed. Interessante Zusatzinfos hier. Ihn stößt allerdings der Trailer zu diesem neuen Film ein bisschen ab, weil letztes Jahr hat er schon Guy Ritchies, in Anführungszeichen, Vergewaltigung der Artus-Sage schon fassungslos im Kino zurückgelassen. Und der neue Robin Hood scheint für ihn in dieselbe Richtung zu gehen. Wobei ich sagen muss, mir hatte dieser King Arthur-Film sehr gefallen. Und wir hatten mit Fabi ja drüber geredet, ne? Dem hat das auch sehr gefallen. Der hat es letztens erst gesehen. War angenehm überrascht, ne? Ja, definitiv. Also einfach anschauen. Wenn man natürlich eine werkgetreue Umsetzung haben möchte, dann sind natürlich diese modernen Varianten da nichts, ne? Aber gerade Sneak Preview, wo man manchmal sehr viel schwere Stoffe, vielleicht hat auch, dass wir irgendwie die Woche vorher diesen Under the Silver Lake, diesen zweieinhalbstündigen Psychotrip, dieses schwere Ding da sehen mussten, vielleicht hat das auch geholfen, einfach mal so eine beschwingte, durchgeknallte, abgefahrene Action-Komödie da zu sehen. Ja, Sneak Preview ist halt immer was ganz Eigenes, ja. Okay, dann sind wir durch mit den Kommentaren. Zumindest was mir so aufgefallen ist. Es waren noch ein paar zu dem Adventskalender-Gewinnspiel, die kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht rausfinden. Ich werde aber mal einen Blick drauf werfen, was über unsere Amazon-Affiliate-Links gekauft worden ist. Denn ihr könnt den Kinocast damit unterstützen, wenn ihr zum Beispiel eure Weihnachtseinkäufe über einen unserer Links tätigt. Das kostet euch dann nicht mehr und wir kriegen ein bisschen Provision. Da hat jemand viele Bände von Tom Gates, was auch immer das ist, bestellt. Band 9, Band 7, 8, 9 und 10. Ein Buch. Was ist das? Batman Graphic Novel Collection, Band 1 und Band 2 hat jemand bestellt. Deadpool auf Schwäbisch. Simons Katze, ein Tagesabreißkalender. Eine Kerbel Heuraufe mit Sitzbrett. Was ist das denn? Ach so, für einen Hasen. Hier sowas. Trixie, Natural Living Jasper Eckhaus. Was ist denn das? Ach, auch irgendwas für ein Viech. So ein kleines Häuschen aus Holz, würde ich mal sagen. Was ist das hier? Ein Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ah ja. Nicht Zukunft mit F, sondern ich weiß nicht, ob man das durchs Mikrofon und durch meine Aussprache hört. Zukunft, also wie Kunst halt, ne? Angriff der Riesenohrwürmer. Eine Audio-CD, ein Hörspiel nehme ich an. Viel bestellt worden, ne? Eine Kunstlederhülle für ein Tolino Vision. Das ist wohl offensichtlich ein E-Book-Reader. Was haben wir hier noch? Die bunte Seite der Macht. Was ist das denn? SDP. Auch Musik nehme ich an. Von einer Band. Und ein Espresso-Kocher. So, jetzt dann bin ich durch. Hier so ein kleines Kännchen aus Kupfer. Sieht schön aus. Okay, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedererkannt haben mit irgendwelchen Bestellungen. An alle anderen. Ja, ihr könnt uns auch ohne was zu kaufen unterstützen, indem ihr zum Beispiel Kommentare schreibt. Das freut uns immer. Interessante Anregungen gibt. Letztens gab es mal Fragen an uns, wo halt irgendjemand gesagt hat, hier, was wäre wenn oder was würde, das könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren stellen, wenn ihr denkt, oh, ich wollte schon immer mal wissen, was weiß ich, keine Ahnung. Dann lasst euch was einfallen oder bewertet uns auf den diversen Portalen, die es da so gibt. Also gibt es irgendwie iTunes oder wie heißt das jetzt, Apple Podcast, könnt ihr uns bewerten und podcast.de und Spotify, weiß nicht, ob man da bewerten kann, da sind wir ja auch. Ansonsten sind wir eigentlich durch soweit, oder? Gibt es bei dir was Neues? Willst du irgendwas placken, neue Sendungen, Eishockey oder so? Oh, wegen krankheitsbedingt kommen wir gerade zu gar nichts. Also zuerst war ich ja
wirklich hinüber, ein paar Tage oder die letzten zwei Wochen ziemlich hinüber. Dann der Nils, mein Kollege, war im Urlaub eine Woche und kam zurück und war einen Tag gesund und dann hat es ihn auch umgehauen. Das ist gerade super anstrengend. Es ist so viel los. Gerade eben hier Mannheim gewinnt in München mit 1:0 nach Penaltyschießen. Großartig. 1:0. Es ist so viel los, aber man kommt nicht dazu. Ganz seltsam. Das sind ja auch nicht gerade Eishockey-Ergebnisse, oder? Da fallen doch eigentlich mehr Tore. Das ist definitiv kein Eishockey, aber wenn man das Spiel gesehen hat, ganz, ganz hochklassiges Eishockey. Also war wirklich Werbung für den Sport mal wieder. Okay, cool. Also schaut trotzdem mal rein, pausentee.net. Da gibt es dann demnächst neue Sendungen, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, nutzt zum einen das Kommentarfeld. Nicht wundern, also auch jetzt bei der normalen Sendung werden die Kommentare auch erst später freigeschaltet, weil ich habe prinzipiell erstmal alle geblockt. Die muss ich alle erst moderieren, wegen dem Adventskalender-Gewinnspiel. Ansonsten, E-Mails könnt ihr uns schreiben, chris@kinocast.net, ist ein Chris seine, meine ist eric@kinocast.net. Auf Twitter, Facebook könnt ihr uns erreichen. Ja, was haben wir noch? Spotify sind wir vertreten. Ja, ihr findet es schon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.